Mädel Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um was, und nicht einfach nur noch verwirrt, und zwar das zweischneidige Schwert, was sich EA schimpft. Und zwar auf der einen Seite natürlich, EA ist einer der schlimmsten fucking Videospielentwickler. Sie sind somit der Hauptgrund, warum wir mittlerweile einfach fucking nochmal Mikrotransaktionen in Spielen haben. Auf der anderen Seite entwickeln sie auch mit einige der besten fucking Spiele der Welt. So, klar, EA Sports kann man allgemein sagen Dreck. Aber auf der anderen Seite gibt es halt fucking nochmal EA Originals. Das sind so gute Spiele. Habt ihr mal Unraveled gespielt? Ich persönlich finde Unraveled 2 ist eines der besten Spiele, das ich in den letzten 5 Jahren gespielt habe. So, und deswegen weiß ich nicht, wie ich wirklich EA behandeln soll. Auf der einen Seite sind sie ein ziemlich talentiertes Entwicklerstudio und sie haben einige der besten Entwickler ever. Auf der anderen Seite sind aber die ganzen Geschäftsmänner immer so, ja, so, die sind so einfach darauf abgesehen, möglichst viel Geld zu machen. Heißt, dieser Konzern ist quasi im Konflikt. Auf der einen Seite, sie können so fucking immer gute Spiele programmieren. Auf der anderen Seite sind halt die Investoren, die halt möglichst viel Geld machen wollen. Verständlicherweise, ne? So, wenn du viel Geld reininvestierst, willst du viel rausbekommen. Das ist natürlich verständlich, aber es ist einfach nicht ganz richtig so. Sie verhauen sich damit halt zukünftige Sachen, weil wenn Gamer eins nicht mögen, dann ist es, über den Tisch gezogen zu werden. Ja, bis auf FIFA, Leute. Die zählen nicht. Okay, gut, jetzt habe ich hier ein FIFA-Spiel abgepisst. Die sind alle weg. Gut, jetzt kann ich wieder weiterreden. So, es ist einfach krank. So, die Investoren, ja klar, kurzzeitig Profit, aber auf lange Zeit ruinieren sie damit den Namen des Studios. Oder haben ihn schon ruiniert. Ich denke mittlerweile auch nicht mehr, wenn ich EA höre, oh, das sind so gute Spiele. Nein, ich denke an fucking nochmal irgendwie den Battlefront-Skandal, dass sie einfach fucking nochmal Lootboxen in 60-Euro-Spiel gepackt haben. So, es ist einfach krank. So, auf der einen Seite, EA macht mit die besten Spiele, auf der anderen Seite machen sie auch mit die schlechtesten Sachen in der gesamten Gaming-Branche. Naja, wer auch immer sich das gerade bis hierhin gegeben hat, danke, du bist cool, ne, fick dich. Ah, jetzt werde ich demonetarisiert. Moment, ich kann dich nicht monetarisieren. Naja, danke fürs Zuhören, ihr seid cool. Vergesst nicht, bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entwimmelt diese verfickte Glocke und jetzt...